Damit ist dieses Let's Play zwar beendet, aber es gibt ja noch eine Sache. Kann ich direkt auf Fortsetzen machen? Nämlich, es gibt ja noch die Goodies, die wir gerade bekommen haben. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich möchte euch natürlich zeigen, was wir dadurch jetzt freigeschaltet haben. Und ehrlich gesagt, ich weiß es ja selber nicht, weil das Spiel war ja natürlich blind, obwohl mein Bruder mir auch so viel davon erzählt hat, dass es da einen neuen Anzug gibt. Und der hat sich die ganze Zeit beschwert, dass er das natürlich nicht spielen darf, weil ich, kleiner Idiot, so lange brauche, um Dead Space durchzuspielen. Ich hoffe, der militärische Anzug ist jetzt direkt freigeschaltet. Direkt. So dass man ihn direkt sehen kann. Damit unsere Augen direkt an diesen wunderbaren Outfit haften können. Electronic Arts präsentiert eine weitere EA Redwood Präsentation. Dead Space! Ja, das LP ist zu Ende. Ich weiß. Kendra Daniels, die Bitch, Zach Hammond, die arme Sau und Isaac Clarke, der dumme kleine Idiot, der die ganze Drecksarbeit machen muss. Isaac, juhu, ich bin's. Hallo, schon wieder. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir auf jemanden reden. Ja. Es bricht alles zusammen. Das wissen wir. Was hier vor sich geht. Mach das weg! Ich will das nicht sehen. Ich... Verdammt, ich muss das sehen. Fuck! Mach das weg! Wie oft hast du dir das schon angesehen? Muss ich das jetzt alles nochmal anschauen oder was? Sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Ja, das ist wunderbar. Hier ist das schon der militärische Anzug. Nein, ich glaube nicht. Ne? Oder? Moment, der hat da hinten jetzt so ein komisches Teil. Nee, das ist noch hier die Rückenlehne. Die Kopflehne. Oh mein Gott. Mein Bruder ist gerade hier reingekommen. Und oh, er freut sich für mich. Wir haben sich. Good job. Hier, Brofist gibt's für mich. Ich muss mal eben etwas fragen. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Sag mal, der neue Anzug, muss ich den erst im nächsten Job kaufen? Warum ist denn alles dunkel, wenn ich kein einziges Licht? Und wie lange dauert das, bis Sie ich da bin? Und rufen Sie. Passen Sie auf das Rumpf auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht uns. Egal, dann werde ich wohl erstmal dahin schneiden. Ich werde jetzt nicht den ganzen Weg dahin spielen. In Antwort auf Ihren Notruf. Nur Dead Space 1 ist durchgespielt. Und weil das natürlich blind ist und ich jetzt gerade Informationen bekommen habe, man muss den dennoch kaufen, werde ich das jetzt offscreen machen. Ich werde offscreen zu dem Shop hingehen und dann wird sich der Gregor den tollen Anzug kaufen. Ja, in Camouflage wird er sich legen. Ein Militäranzug. Wunderbar. Keiner hört auf die Worte, die diese Bitch von Kendra Daniels redet. Ist doch scheißegal. Wir wissen ja, dass die uns verraten hat. Oh, Moment. Wir sind ja jetzt vor der Mission. Genau, Leute. Jetzt muss der Isaac eigentlich die Arme hochschmeißen. Achterbahn! Schalten Sie sofort auf manuell um. Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, der Isaac hat übrigens pro-kognitives Wissen jetzt. Er weiß mittlerweile schon alles, was da passieren wird. Prä-kognitives Wissen. Pränatales Wissen. Er weiß alles. Isaac ist der Gott schlechthin. Zum Henker haben sie sich dabei gedacht, wollten sie uns alle umbringen. Hat man das richtig gesehen? Die Rig ist leer. Bei der Distanz abgebrochen, wären wir die es gibt keine Stase. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal. Der Anzug ist nicht aktiv. Isaac ist tot. Der Portbooster reagiert. Nein, er zieht den Helm Autopiloten auf. Mitsamt Kommunikation verloren. Und wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Isaac ist tot.
wir spielen einen Necromorphen. Das ist also der Spielmodus unmöglich. Man muss als Necromorph gegen die Kuh kämpfen. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Mensch! Isaac lebt wieder. Schön. Ist das nicht schön? Ja, 4 Schlitze hat er. Juhu. So viel jetzt dazu. Ich werde jetzt offscreen dahin spielen zum nächsten Job. Und dann werdet ihr sehen, wie prachtvoll er sich in Seide legt. In seinen neuen Anzug. Strampelanzug. Werdet ihr dann sehen. Bis nachher. Kleine Zwischensage. Hey. Ja, ich habe gerade, glaube ich, wirklich prokognitives Wissen gesagt. Mein Bruder ist neben mir. Das heißt präkognitives Wissen. Wir sehen uns beim Shop. Nehmt die Credits auf. Zufrieden? Und er nickt. Quarantäne muss Party! Ich hab euch verarscht. Wir sehen uns nicht beim Shop. Nein. Kein Shop. Es gibt keinen Shop. Nur rotes Licht. Wir sehen uns beim Shop. Liebe Leute, ich will euch nicht trollen. Nein. Das würde ich niemals tun. Dam, 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 da, 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 dam, dam, dam. Wir sind in einem Aufzug. Und es dauert noch, bis wir beim Shop sind. Eureka. Ich hab das Mikrofon vom Kopf weggenommen. Ein Shop! Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Let's Play Dead Space. Ich habe den Shop gefunden und wie ihr seht, ist der Shop kurz vorm Ende des ersten Kapitels. Wir müssen den Shop betreten. Los, betret den Shop. Müssen wir jetzt Geld dafür bezahlen? Anzug Level 6. Bestimmt müssen wir Geld dafür bezahlen. Das sind Kapitalisten. Gut, da ich mit diesem Spielstand eh nicht weiter spielen werde, sondern sowieso von ganz Anfang an nochmal anfangen. Und da wir eh genügend Munition haben, fällt das gar nicht auf, wenn wir quasi 90% unseres Hab und Guts verkaufen und noch darüber hinaus. So, jetzt haben wir endlich genügend Geld für den letzten Anzug. Schaut ihn euch an. Die letzte Info, die ich euch von Dead Space 1 geben werde, bevor ich mit diesem Unmöglich-Modus anfangen werde. Tschüss, Isaac! Und willkommen... Judge Dredd. Oder Robocop. Wir haben einen Stormtrooper. Wir haben einen verfickten Stormtrooper. Das sieht scheiße aus. Ich weiß ja nicht, wie konnte ich nochmal drehen? So. Ich weiß nicht, irgendwie sieht das ja interessant aus. Aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen bäh. Also wegen der Farbkombination zum Beispiel, die ist bäh. Aber ansonsten, es ist die beste Rüstung. Ich finde aus, es sieht ziemlich aus wie so ein Stormtrooper. Oder Klonkrieger. Ja, ich habe da so ein Gewissen, was mir immer die besseren Worte dazu sagt. Ja, Stase sieht auch ein bisschen anders aus. Interessant. Seht es nochmal in voller Pracht. Ich hab keinen Mund.
Eine Nase hat er auch nicht. Ah, das sieht schon komisch aus. So viel dazu. Damit ist endgültig Let's Play Dead Space 1 beendet, auch mit den Goodies. Und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space 2.